Stromberg. Also, Punkt 1, viele Kindersweater für 6,66 Euro. Punkt 2, ab heute wurde die Planänderung, wir nehmen nicht mehr selbstständig auf, sondern im Studio praktiziert. Und dieses Ding hier trägt sowas von dazu bei, dass wir die Technik nicht verstehen. Wir haben hier mal dran geschraubt und so, das ist auch ganz cool. Man kann jetzt leider kein Signal sehen da auf diesem UVU-Meter. Und zwar im Wohlklagestudio, das Licht da hinten. Ich wohne da vorne, das ist eigentlich ganz praktisch, nur ums Eck. Wir haben den großen Vorteil, dass wir jetzt quasi einen Engineer dazu holen. Das Metronom, das Metronom. Das, was diese Session hier heute angeht, so viel Zeit zum Beispiel, das wäre nicht so einfach, das morgen, übermorgen und mit allen Leuten irgendwie abzuklären und die Zeit mit den anderen Leuten zu haben. Deswegen ist man lieber im Studio und geht denen auf den Sack. Komisch. Auch komisch, oder? Ja, ja. Dann klingt das so. Ja! Ja, also ich habe das hier schon mal vorbereitet. So now come clean! Nicht schlecht. Ist der Vocalizer? Nee, das ist der Vocal lauter. Ha! Erzähl doch mal, jetzt nimmst du hier mit Carsten im Waveland auf. Ja. Beim Devil war das nicht so. Beim Freak schon. Ja, also Freak in Zeit habe ich auch zusammen mit Carsten aufgenommen. Und das lief auch alles prima. Allerdings habe ich dann beim Devil mir alles selber aufgenommen, weil generell habe ich das da mal gebraucht, mal alles alleine zu machen und mir auch selber mal ein Bild von meiner eigenen Stimme zu machen. Weil es schon was anderes ist, wenn jemand anders das immer abhört und dann sagt, ja, könntest du besser, war gut, war nicht so gut und so weiter und so fort. Und man aber... noch nicht genug Selbstbewusstsein beim allerersten Album hat, immer zu sagen, ja, ich will aber entscheiden, ich will aber hören und so weiter und da mal reinzuhacken. Warum jetzt mit Mütze? Ja, ich habe festgestellt, wenn ich eine Mütze auf habe, kann ich ein bisschen prolliger singen. Stand up for the God who left you alone. Eigentlich wollte ich es, weil es letztes Mal mit dem Devil ja auch so gut geklappt hat, diesmal wieder alles alleine aufnehmen. Aber, wie es dann schnell mal so spielt, ich hatte irgendwie in der Vorbereitungsphase, wir haben auch ein bisschen unregelmäßig geprobt und so, und das war alles ein leichtes Durcheinander und Stimmung schlägt ja dann auch immer schnell auf die Stimme, deswegen ja auch Stimmung, und dann habe ich mich sehr unwohl gefühlt, alleine aufzunehmen. Und ich hatte irgendwie komische Störgeräusche in der Stimme. Ganz wichtig für jeden Metal-Sänger, immer schön viele Störgeräusche erzeugen. Und war dann sehr ungeduldig, bin sowieso ein ungeduldiger Mensch und das fühlte sich alles überhaupt nicht gut an. Und dann war ich einen Tag, war ich so ein bisschen, boah, dann habe ich mich nicht mehr so richtig gut gefühlt. Und dann habe ich mit Carsten gesprochen, gefragt, ob wir das zusammen aufnehmen können und bin sehr froh mit der Entscheidung, das hier zu machen. Und es läuft prima. Guck mal, ich kann sogar singen und das Mikrofon steht auf dem Ständer. Stand up for the God who left you alone. The absence of God who left you. Ach, scheiße, falscher Text. Ja,
hier gibt's den allgemeinen Monatskalender von Kripa. Statt Spitz, pass auf, kennt ihr noch alle? Kommt hier. Klick, sitz wieder. Aufnahmeraum der Gitarren. Da steht sie. Flach und schnittig ist sie. Hier gibt es einen Monitor, da gibt es einen Monitor, hier ist eine Tür, hier ist eine Treppe, hier gehen wir hoch. Hoch geht's, Treppe, Stufe, Geländer, hier hinter, Basti. Laut, Vorsicht. Sound ist auf jeden Fall anders. Mit dem Sound of the Devil war ich nicht so zufrieden am Ende, weil es doch sehr digital klang und ich wollte einfach wirklich was Bodenständiges, was Analoges, was Fettes. Und Willi hat da diesen High-Watt-Verstärker, der jetzt am Ende gar nicht mehr so viel zum Sound beiträgt. Wir nutzen eigentlich nur noch die Endstufe. Letztendlich ist es ein gebauter Verzerrer von ihm und ein Freund von ihm und ein Tube-Faktor, der dann noch ein bisschen was rumdreht und mein Bass, den er auch noch umgelötet hat. Also letztendlich ist alles custom-made für dieses Album. Cooler Typ. Wahnsinnig viel Wissen. Also in der ersten Stunde, wo ich da war, habe ich schon wahnsinnig viel von ihm gelernt. Immer wieder heißt es dann hier, komm mal her, probieren wir es mal anders und fängt dann an, halt während des Spiels immer Bass unten an den Knöpfen rumzudrehen und da mehr an Sound rauszuholen. Oh mein Gott. Ralf singt. Viele das Grüße an Chris. Das ist ja wohl mal der Hammer. And we are not dead yet. Die kleine Ameise rebelliert. Alles drin. Ausdruck Hass. Power. Ich lösche es. Was hast du denn vor?